Hallo zusammen. Ja, heute wird mein Mann mal etwas machen, was wir sonst eigentlich noch nie gemacht haben. Und zwar ein Kürbisschnitzen. So ein richtiges Gesicht halt da rein, weil bald ist ja Halloween. Wie schon ein paar Mal erwähnt, das war für uns eigentlich nie ein Thema und eigentlich haben wir nichts dekoriert und auch im Vorgarten nichts gemacht. Ja, und seit wir eben letztes Jahr da Halloween gefeiert haben auf dem Schiff, hatte mein Mann jetzt die Idee, wir machen das auch zumindest so einen tollen Kürbis da rein. Ja, und da schauen wir mal, wie das jetzt überhaupt wird. Er ist gleich auch schon von der Arbeit dann zurück und wird das dann direkt eben machen, dass wir das dann soweit fertig haben. Und da bin ich mal ganz gespannt, ob das so klappt, wie es soll. Da haben wir jetzt diese Schablone, die haben wir aus dem Internet gezogen und jetzt versucht mein Mann sich gleich mal daran, das Ganze so auszuschneiden, dass wir das dann auf den Kürbis packen können und dem dann sein Gesicht machen. Fremdelarbeit mag ich gar nicht. Ja, besser du als ich. Ich kann das nämlich gar nicht. Naja, wenn das Ding jetzt kaputt geht und verhunzt, wird es nicht so schlimm. Dann drucken wir es halt nochmal aus. Beim Kürbis sollte dann der erste Versuch sitzen. Kann man neuen kaufen. Ja, ich glaube, bei Rewe hatten sie nicht mehr die großen, wenn ich das heute richtig gesehen habe. Und du weißt ja, wir haben ja nirgendwo anders was Vernünftiges gefunden. Das Yes. wunderbar. Und da ist das Prachtstück. Wir haben echt hier überall gesucht nach einem vernünftigen Kürbis, den man dann auch wirklich vernünftig einem Gesicht schneiden kann. Gab alle nur so kleine Dinger und die waren auch noch schweineteuer. Und der war jetzt letzten Tage bei Rewe im Angebot für 2,99. Da haben wir gleich so einen fetten mitgenommen. Jetzt wird er ausgehöhlt und dann gibt es am Wochenende lecker Kürbissuppe. Nun unser Kirby, nennen wir ihn jetzt einfach. Ich liebe ja alles, was Gesichter hat, mein Puppe oder beziehungsweise irgendwie so, ja, irgendwie so eine Persönlichkeit. Ich freunde mich damit ganz schnell an. Das heißt, wenn Halloween dann vorbei ist, bin ich bestimmt ganz traurig, weil den habe ich bis dahin bestimmt ins Herz geschlossen. Jedenfalls ist der echt gut gelungen, weil das ist das erste Mal, dass wir sowas gemacht haben. Ich habe es ja in dem Halloween-Video vom Schiff schon erwähnt, dass wir eigentlich Halloween gar nichts am Hut haben, aber durch die Fahrt letztes Jahr auf der Ansem hat mein Mann jetzt einfach beschlossen, dass wir dieses Jahr einen Kürbis vor der Tür brauchen und ich finde den jetzt auch ganz niedlich. Ja. Gut, wir können dann überlegen, wen wir von beiden nach draußen stecken und wer da die meiste Angst verbreitet, Ich dachte schon, wen wir Fratze nennen. weil irgendwie sieht Kirby ja gar nicht so böse aus, sondern eigentlich eher niedlich. Wir schauen heute Abend natürlich auch nochmal, wie es dann im Dunkeln aussieht. Ja. Also ich glaube, das wird ganz lustig.